Ich hoffe, dass sie mich hört. Ich kann auch eine Nummer lauter werden. Es ist auch kein Problem. Aber ich will doch noch mal an die Menschen reden, die hier vorübergehen. Ich lade euch ganz herzlich ein. Bleiben Sie stehen. Hören Sie zu. Denn das, was Sie jetzt hören, wird Ihr Leben verändern. So verändern, dass Sie in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Lieber Muslim, lieber Buddhist, lieber Hinduist, es genügt nicht, dass du Jesus als einen guten Menschen ansiehst, als einen Propheten. Es genügt nicht. Du musst Jesus als den lebendigen Gott anerkennen. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, für alle Nationen. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Es gibt für den Menschen zwei Wege. Der eine Weg ist Jesus Christus und der andere Weg ist, deine Sünde selbst zu bezahlen auf Ewigkeit in der Verdammnis. Schauen Sie mal, alle Religionen werden Ihnen sagen, der Mensch muss Leistung bringen, verschiedene Sachen tun, um gerettet zu werden. Der christliche Glaube sagt, gib alles, alles, weil du gerettet wurdest aus Gnade. Gnade, Gnade. Der Einzige, der lebt, ist Jesus Christus! Amen. Kehre um zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut vergossen hat für dich! Verschließen Sie bitte Ihre Herzen nicht vor der Wahrheit! Denn der Herr Jesus Christus ist der Einzige, der für Sie gestorben ist! Sie haben heute die Wahl, zum lebendigen Glauben an Herrn Jesus Christus zu kommen und aus seiner Gnade, ja, durch dieses Blut, das er vergossen hat auf Golgatha, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wo ich auf die Straße gegangen bin, ich konnte nicht mal einen einzigen Vers auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ich wusste nicht, wo das steht. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit, diese Verse, die jeder Christ kann, ich wusste nicht, wo sie stehen. Ganz ehrlich, ich wusste nicht mal so richtig den Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern, was dort passiert ist. Aber eins wusste ich, Jesus hat mich gerettet. Das wusste ich und das hat gereicht. Menschen sind Sünder, ohne Ausnahme, alleine war Jesus Christus. Gott wird Rechenschaft fordern für deine Sünde und ich kann dir sagen, liebe Seele, aus Liebe sage ich das, du wirst verstummen vor diesem heiligen Gott, verstummen auf tausend Fragen, nicht eine Antwort geben, ist dir das bewusst? Aber heute ist noch Gnadenzeit und heute will Jesus Christus dich noch retten, aber es gibt auch ein zu spät und das ist der Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir werden eines Tages alle sterben. Unser Leben ist kurz. Vielleicht lebst du 40 Jahre lang, vielleicht lebst du 60 Jahre lang, vielleicht 90 Jahre lang. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Nichts ist sicherer als der Tod. Du musst Jesus in dein Herz lassen. Er blutet am Kreuz für dich. Thank you.